Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei Donnerstagabend im Museum. Ich habe das Vergnügen, Ihnen den Vortragenden des heutigen Abends vorzustellen. Christoph Becker kommt aus dem Schwabenland, hat in Stuttgart und in Wien Kunstgeschichte studiert, hat bei Willibald Sauerländer am Institut für Kunstgeschichte in München dissertiert mit einem Thema Natur und Kunst im Zeitalter der Aufklärung. Von der Kunst- und Naturalienkammer zum Museum als Institution. Er war als Lektor, Feuilletonredakteur und Dozent tätig. Er hat an der Documenta 9 und an der Biennale in Venedig mitgearbeitet und dann war er Oberkonservator an der Staatsgalerie in Stuttgart. 2001 ist er ans Kunsthaus Zürich gekommen und war dort fast ein Vierteljahrhundert als Direktor tätig. Unter seiner Amtszeit erfolgte die architektonische Erweiterung des Baus, die der Architekt David Chipperfield verantwortete. Christoph Becker hat zahlreiche Ausstellungen zur Kunst des 18., 19. und 20. Jahrhunderts veranstaltet. Wir hatten das Vergnügen, ihn als Partner zu haben bei der wunderschönen Ausstellung Wintermärchen 2011-2012, die du, Uli, so wunderbar gestaltet hast. Er hat zahlreiche Publikationen zur Kunst des 18. bis 20. Jahrhunderts vorgelegt und er ist darüber hinaus Vorsitzender des Kunstbeirats der Würth-Gruppe. Heute Abend wird Christoph Becker zu uns sprechen über böse Zungen in Wien, ein Thema, das in dieser Stadt nicht unbekannt ist. Er wird über Drachen, Einhörner und Gift im Essen sprechen. Lieber Christoph, ich darf dich bitten, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Danke dem Kunsthistorischen Museum für diese Vortragsreihe, die ich immer wieder besuche und von der ich finde, ihr müsst sie auch in Zukunft fortführen. Danke an das Organisationsteam. Ich wurde wunderbar betreut und auch heute Abend danke für die Technik. Dir vielen Dank für die Einführung. Ich habe gesagt, mach's kurz und du hast dich dran gehalten. Ich bin schon gefragt worden, was dieses Bild mit dem Thema zu tun hat. Nichts. Ich finde es halt einfach immer so schön, deswegen habe ich es jetzt dahingestellt. Aber es kommen auch noch andere. Also, böse Zungen in Wien. In der folgenden knappen Stunde umkreisen wir einige Jahrhunderte alte Objekte aus sogenannten Kunst- und Naturalienkammern. In drei Kapiteln geht es um ihren Weg durch die Geschichte, ihre Funktion und Bedeutung und warum sie nicht weggeworfen wurden, als sie nicht mehr nützlich waren. Zu den Utensilien, die im 16. und 17. Jahrhundert auf fürstlichen Tafeln platziert wurden, zählten neben silbernen und goldenen Essgeschirren und reich verzierten Tafelaufsätzen für die warmen und kalten Speisen, auch eine Reihe von Ziergegenständen. Zu Beginn haben Sie einen Ausschnitt eines Stilllebens von Adrian von Utrecht aus den 1640er Jahren gesehen und dieses, ein wenig früher entstandene, ist von Wilhelm Glas Heder. Manche dieser Gegenstände waren ungewöhnlich. Dazu zählen Pokale mit exotischen Muscheln aus Rhinoceros-Förnern, bewegliche Automaten in Tierformen oder solche, die nicht nur sehr kunstfertig waren, sondern auch einem bestimmten Zweck dienten. Um diese etwas seltsamen Stücke soll es im Folgenden gehen. Drei haben sich erhalten. Es sind zwei davon in Wien, eines in der Schatzkammer des Deutschen Ordens, in der Singerstraße, das zweite in der hiesigen Kunstkammer und das dritte im grünen Gewölbe der Dresdner Museen. Sie entstanden im Spätmittelalter und es dürfte außer diesen noch mehr gegeben haben. Aber sehr wahrscheinlich sind es die letzten ihrer Art. Sie haben trotz ihrer unterschiedlichen Form gewisse Gemeinsamkeiten. Das zierlichste der drei steht in der Schatzkammer des Deutschen Ordens in der Singerstraße, deren Besuch übrigens sehr empfohlen sei. Auf einem sechspassigen, getreppten Fuß erhebt sich ein ebenfalls sechskantiger Schaft mit einem reich verzierten, kelchartigen Gefäß, aus dem ein roter Korallenbaum emporsteigt,
an dessen Enden in Gold gefasste, spitz zulaufende Naturalien hängen. Es waren einmal 13, zwei fehlen. Auf der größten Fassung ist das Christusmonogramm eingraviert. Das Objekt ist zu verschiedenen Zeiten entstanden. Der Fuß zu Beginn des 15. Jahrhunderts, der Korallenbaum am Ende des Jahrhunderts. Der Fuß dürfte wiederverwendet worden sein. Ursprünglich war er vielleicht Teil einer Monstranz oder eines Kelchs. Auch in der Kunstkammer befindet sich eines, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert. Es ist aus vergoldetem Silber und fast 30 cm hoch. Der untere Teil erinnert wiederum an einen Messkelch. Den Knauf markiert ein großer Zitrin, dessen Fassung eine Hülse trägt, in der ein auskragendes, von einem geschliffenen Topas bekröntes Objekt steht. Das dritte Stück, datiert um 1500, ist im Grünen Gewölbe in Dresden. Es ist ähnlich aufgebaut und zeigt eine dreidimensionale Darstellung der Maria mit dem Jesuskind. Die Madonna thront vor einem größeren, zahnartigen Objekt. Sechs kleinere pendeln von Blütenstängeln. Die Verknüpfung mit dem christlichen Inhalt ist ebenso bemerkenswert wie die Form, die an ein Reliquiar erinnert, jenen weit verbreiteten kirchlichen Schaustücken mit Überresten von Heiligen, deren vielfach heilkräftige Wirkung beigemessen wurde. Allen drei gemeinsam ist die dekorative Verbindung der Naturalien mit kunsthandwerklich verarbeitetem Metall und Edelstein. Die drei Objekte werden als Natternzungen, Kredenzen oder Bäume bezeichnet. Aber was sind Natternzungen? Das mittelalterliche Wissen über die Natur rekrutierte sich hauptsächlich aus Schriften antiker Philosophen und von Theologen, aber auch von Naturforschern. Als einer der ersten erkannte der griechische Philosoph Xenophanes von Kolophon im 5. Jahrhundert vor Christus, dass Fossilien vor allem aus dem Meer stammen. Jedoch blieb die Zuordnung im nebulösen Bereich der Vermutungen oder sie entsprangen gänzlich der Imagination. Plinius der Ältere benannte um die Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus die Versteinerungen als Zungensteine, Glossopetrae, die angeblich in der Vorzeit vom Himmel gefallen waren. Im Hochmittelalter galten Fossilien offiziell als Überreste der Sintflut. Die für Jahrhunderte maßgeblichen Erklärungen lassen sich im Allgemeinen auf den Physiologos zurückzuführen. In der frühchristlichen Naturlehre werden Pflanzen, Steine und Tiere allegorisch auf das christliche Heilsgeschehen bezogen. Ich komme später darauf zurück. Schlangen kommen in den biblischen Schriften, wie Sie wissen, häufig vor. In diesem Fall führt uns die Verknüpfung mit den Resten ihrer Anatomie nach Malta und ins 28. Kapitel der Apostelgeschichte. Dort wird von einem Schiffbruch des Apostels Paulus vor der Insel berichtet und einem darauffolgenden Zwischenfall an Land. Gelegentlich gibt es Grafiken, die das Ereignis illustrieren. Hier ein Beispiel von Hendrik Goltzius aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Um uns das lateinische Zitat zu ersparen, nehmen wir die Übertragung Martin Luthers von 1545. Und da wir auskamen, erfuhren wir, dass die Inseln Melite hieß. Die Leutlin aber erzeigten uns nicht geringe Freundschaft, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf, um des Regens, der über uns kommen war, und um der Kälte willen. Da aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffelt und legt es aufs Feuer, da kam ein Otter von der Hitze und fuhr Paulus an seine Hand. Da aber die Leutlin sahen das Tier an seiner Hand hangen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, welcher die Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entgangen ist. Er aber schlenkert das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Übles. Sie aber warteten, wenn er schwellen würde oder tot niederfallen. Da sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungeheures widerfuhr, verwandten sie sich und sprachen, er wäre ein Gott.
Das Ereignis wurde in einfachen Kupferstichen verbreitet. Und auf Malta trat der Volksglaube auf den Plan. Die Leute, voll Stolz, dass der Apostel um Haaresbreite bei ihnen ertrunken wäre, schmückten die Geschichte noch ein bisschen aus. Sie erzählten, Paulus habe nach dem Zwischenfall sämtliche Schlangen verflucht, worauf ihre Zungen zu Stein wurden. Als an einigen Stränden im Osten der Insel tatsächlich merkwürdig geformte kleine Versteinerungen gefunden wurden, war in einer Rückkopplung mit dem volkstümlichen Glauben oder besser Aberglauben eine durchaus langlebige Legende geboren, die sogenannten Natternzungen. Diesen Naturalien wurden wundertätige Eigenschaften angedichtet. Natternzungen aus Malta entwickelten sich zu einem ebenso dauerhaften wie lukrativen Exportschlager. Da war es auch nicht so wichtig, dass es auf Malta keine Giftschlangen gibt und die Zungen eher wie Zähne aussahen, eben versteinerte Zungensteine, lateinisch Glossopetrae. Vermutlich sorgte der Malteserorden auch zuerst für die Vermarktung der heilkräftigen Fundstücke. Aufwendige Fassungen entstanden in Nürnberger Gold- und Silberschmieden. Nürnberg gehörte zu den wichtigsten Kommenden des Malteserordens und dort fanden zahlreiche Messen und Märkte mit weitem Handelsradius statt. Besagtes Exemplar gelangte sehr früh in den Deutschen Orden, wo es schon kurz nach 1500 im Inventar verzeichnet ist. Alle drei Stücke stammen aus einem Zeitraum zwischen der Mitte des 15. und dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Es dürfte, wie erwähnt, viel mehr davon gegeben haben. Man könnte also von einer Art Mode sprechen und die stellte sich als langlebig heraus. Die Kostbarkeit dieser Gegenstände war gleichsam ihrer herausragenden Funktion zu verdanken, nicht umgekehrt. Eher unscheinbare Fossilien wurden nobilitiert und erschienen in aufwendiger Aufmachung, Kleinodien aus kostbaren Zutaten und zugleich Instrumente, die einen medizinischen Zweck erfüllten. Ganz offenkundig leisteten sich reiche Leute mit derlei kostspieliger Tafelzier auch mehr als eine Natternzunge, nach dem bewährten Motto, viel hilft viel. Wie eine solche Kredenz allerdings zur Gifterkennung funktionierte, ist schwer zu ermitteln. Wenn man an dem Teil in der hiesigen Schatzkammer zieht, so löst sich der obere Teil aus einem Schaft und kann von Hand über den Speisen oder Getränken bewegt werden. Für das Stück des Deutschen Ordens legt die Fassung nahe, dass eine unwillkürliche Bewegung der Anhängsel eine Rolle spielte. Der Korallenbaum lässt sich mit einer Schraube aus dem Fuß lösen. Ich gehe nochmal zurück. Vage Vermutungen kolportieren einen Wechsel der Farbe oder spontanes Schwitzen der Zungen, wenn Gift vorhanden war. Diese Zeichen sollten den Eigentümer, zum Beispiel einen Fürsten und seine Gäste, vor Krankheit und Tod bewahren. Sehr wahrscheinlich wurden sie von einem Vorkoster verwendet, der nach der Prüfung einen Bissen oder Schluck zu sich nahm, bevor der Fürst sich unter den Augen seines Hofstaates labte und sich auf der sicheren Seite fühlen konnte. Dass sich am Fuß des Dresdner Stücks ausgerechnet ein schlummernder oder entschlafener Herr, gemeint ist wohl Adam, findet, entbehrt drum nicht einer gewissen Komik. Gift im Essen und auf dem Tisch war an europäischen Fürstenhöfen im 15. und 16. Jahrhundert virulent. Problematisch waren neben Getränken die Süßspeisen, vor allem das aufwendige Gebäck und die Torten, wie hier auf dem Stillleben von Clara Peters um 1600 und das Salz. Die Applikationen erfolgten zumeist mit Arsen, einem fast weißen Pulver, das aus einem Mineral durch Ausbrennen gewonnen wurde. Mit Salz gemischt war es geradezu unschlagbar, weil geschmacksneutral und leicht löslich.
Das erklärt das Gefäß an dem Objekt in der Schatzkammer des Deutschen Ordens. Es diente zur Aufnahme von Salz. Giftmorde mit Arsenpulver waren für Jahrhunderte eine gängige Methode, um unliebsame Zeitgenossen loszuwerden. Beispiele gibt es zuhauf. Erinnert sei an einige Mitglieder der Familien Medici und Borgia, die das Mittel bekanntlich in Getränke mixten. Aber auch nördlich der Alpen konnte man sich beim unbeschwerten Weintrinken mit guten Freunden nicht unbedingt sicher sein. Das Gift wurde in Frankreich elegant Poudre de Succession genannt und erfreute sich einer gewissen Popularität bei der Lösung familiärer Probleme. Alles, was als Gegenmittel zu helfen versprach, kam zum Einsatz. Die Wiener Kunstkammer ist voll von hübsch gefassten Naturalien, die obskuren Zwecken dienten, zumeist der Abwehr von Unwohlsein, Krankheit und Tod. Und es ist schon merkwürdig, dass sich keine Berichte über das erfolgreiche Wirken der Natternzungen finden lassen. Und zeitgenössische Darstellungen gibt es meines Wissens auch keine über Arsenmorde. Ich muss mir deswegen behelfen mit einer Szene, die Sie kennen. Die Kunstgeschichte versagt an dieser Stelle. Auch die Natternzungen hielten sich lange. Von der Gegenreformation und im Barock bis zum Beginn der Aufklärung. So brachte der Gelehrte Michael Bernhard Valentini noch im Jahr 1714 im ersten Band seiner vollständigen Natur- und Materialkammer, einem viel benutzten Kompendium der Zeit, die medizinische Wirkung der Versteinerungen zur Sprache. Kraft und Tugend, schrieb er, des Steins St. Pauli, Schlangenzungen und kostbarer Natternzungenaugen so in der Insel Malta gefunden werden. Die Zungen und Augen haben recht wundersame Kräfte, indem sie allem Gift widerstehen, von giftigen Bissen nicht allein bewahren, sondern selbige auch kurieren und viele andere Krankheiten heilen. Unterdessen muss man vor allen Dingen zusehen, dass besagte Zungen unverfälscht seien und durch glaubwürdige Leute aus Malta gebracht worden seien. Man musste offenbar auf der Hut sein. Da waren wohl auch eine Menge Fakes im Umlauf, die im Ernstfall nicht die erwünschte Wirkung erzielten. Die ominösen Zungensteine erregten die Neugier von Naturforschern. Der fundamentale Umbruch am Beginn der europäischen Aufklärung, der Natur und Kunst in einem anderen Licht erscheinen ließ, war seit Ende des 17. Jahrhunderts im Gang und nicht aufzuhalten. Neben Fürstenhöfen und Klöstern, die eine prominente Rolle spielten, traten zunehmend die Universitäten als Forschungsstätten auf den Plan. Und da geriet so manche wissenschaftliche Erkenntnis gefährlich ins Rutschen. Niels Stensen, 1638 geboren und 1687 gestorben, war Mediziner und Anatom, einer der einflussreichsten Naturforscher des Barock, und eine etwas schillernde Persönlichkeit, der im Alter übrigens in den geistlichen Stand wechselte. Er war 1667 am Hof von Florenz tätig, als er dort vermutlich als erster die wahre Herkunft der Glossopetrin erkannte. Dem unter den Namen Steno bekannten Dänen fiel die große Ähnlichkeit der Zungensteine des Plinius mit den Zähnen eines großen, an der Adriaküste gestrandeten Hais auf, dessen bereits halb verwesten Kopf er öffentlich seziert hatte. Als er seine Erkenntnisse zwei Jahre später publizierte, sprach die Illustration zu seinen Ausführungen Bände. Stenos Entdeckung löste lebhafte Diskussionen unter Naturforschern aus. Medizinisch waren die Natternzungen offenbar Humbug, wenn sie dem Rachen eines Raubfisches entstammten. Wie ließ sich unter diesen Umständen, unter diesen veränderten Vorzeichen, die jahrhundertealte Bedeutung der Objekte aufrechterhalten, wenn ihr Nutzen unglaubwürdig war? Welchen Status würden sie künftig haben? Wollen Sie einen
sehen? Ich habe einen mitgebracht. Welchen Status sollten diese Objekte in Zukunft haben? Wir verlassen Wien und schauen an einen anderen Fürstenhof, jenen in Dresden, wo sich ja die dritte Natternzungenkredenz befindet. Denn dort geschah Merkwürdiges rund um einige wertvolle Naturalien. August II., genannt der Starke, war ein absolutistischer Monarch und ein ambitionierter Sammler. Die bereits riesigen Sammlungen erweiterte er mit solchem Elan, dass der Raum in dem verwinkelten Residenzschloss knapp wurde. Die zunächst kurfürstlichen, nun königlichen Sammlungen waren so umfangreich, dass sie auf verschiedene Orte aufgeteilt werden mussten. Die gesamte Situation war, vorsichtig gesagt, unübersichtlich und nicht sicher. Um 1718 kam es zu einer fundamentalen Änderung der Präsentation an einem der prominentesten Orte der Stadt und in einem hochmodernen Neubau im ans Schloss angrenzenden Zwinger, den der König als einen von Galerien und Pavillons umsäumten Festplatz hatte errichten lassen. Dort fanden riesige Partys statt, wie hier zu einer fürstlichen Vermählung im Jahr 1719. Wenige Jahre darauf beginnt eine neue Phase, die Nutzung der Zwingerbauten für die Sammlungen. In dem bereits 1729 erschienenen Stichwerk Vorstellung und Beschreibung des Zwingergartens von Matthäus Daniel Pöppelmann, dem Architekt des Bauwerks, sind die Veränderungen dokumentiert. Im Text wird erklärt, dass die Zwingerbauten nun Ihrer Majestät nach der ihnen beiwohnenden Anordnungskunst zur Zierde des Hofes, zur Aufnahme beides, der kuriösen und nützlichen Wissenschaften und zu allgemeinen Nutzen hat aufstellen lassen. Der Monarch erhob den Anspruch, der höchste Garant für die sinnvolle Ordnung für Natur und Kunst zu sein und machte den Zwinger zur großen Bühne. Als Ergänzung zu der an der Nordseite noch offenen Anlage sollte ein Palais des Antiquités entstehen, in dem auch ein großer Festsaal geplant war. Da steht heute die Gemäldegalerie. Nach der schriftlichen Anweisung des Königs sollten zuerst die Antiken aus dem Schloss transferiert werden, dann die Naturaliensammlung, deren wichtigsten Bestandteil die Anatomika und Skeletten waren, also die präparierten Objekte. Dann kamen die Grafiken, die Objekte der Geographie, der Architektur, die Medaillen und schließlich die weniger kostbaren Stücke der Schatzkammer. Zwischendurch gab es immer wieder Bibliotheken mit Arbeitsmöglichkeiten. Das anatomische Kabinett befand sich in der geräumigen nordöstlichen Galerie, später dann in der Nähe des zentralen Kronentors. Die medizinisch-pharmazeutischen Objekte waren ein wichtiger Teil dieser Naturaliensammlung. Mit dem Einzug der Naturalien und der Sammlung in den Zwinger war ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Die Nutzung der Säle und Galerien machte deutlich, dass der König den Großteil seines dynastischen Besitzes ins Zentrum der höfischen Repräsentation gestellt hatte und ihm eine Struktur gab, die ihm den Ruf eines Gelehrten, den Naturwissenschaften zugewandten Monarchen verschaffen sollte. Die offizielle Bezeichnung des Zwingers lautete nun Palais des Sciences, ein Palast der Wissenschaften. Bei Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagen oder den Besuchen ausländischer Potentaten feierte man nun inmitten der königlichen Sammlungen. Aus der Perspektive der zunehmend spezialisierten Wissenschaftler war der Zwinger ein offenes Feld für die Forschung, je nach wissenschaftlicher Disziplin und mit dem wichtigsten Zweck, Erkenntnisse zu generieren und zu verbreiten. Die Aufgabe des Kämmerers, sozusagen der Generaldirektor, veränderte sich. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts hatten alle großen Sammlungen einen solchen Kämmerer,
der sich nicht selten Polyhistor nannte, also eine Person, dessen umfassendes Wissen einen weiten Horizont der Geschichte und Geschichten eröffnete. Als wichtigste Aufgabe oblag dem Kämmerer, die fürstlichen Sammlungen ihrer Gänze zu hüten und deren Vollständigkeit zu sichern. Er führte das Inventar, schuf Ordnung und sorgte für die Präsentationen, die im komplexen zeremoniellen Kontext nötig waren. Er unterstand direkt dem Monarchen, der ihm Anweisungen schriftlich erteilte. Ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts wurde der Kämmerer auch zunehmend ein Organisator mit protokollarischen Aufgaben. Den Gästen des Königs wurden die Sammlungen im Rahmen des Zeremoniells gezeigt, quasi Angeberei für die Happy Few. Darüber hinaus aber erbaten immer mehr Personen den Zutritt aus wissenschaftlichem Interesse oder Neugier. Das war ein durchaus formeller Vorgang und mit Papierkram verbunden, deswegen haben wir Informationen über die Besucher. Dennoch war das Palais des Sciences in Dresden weit davon entfernt, dem allgemeinen Publikum offen zu stehen. Die Kämmerer hatten Mühe mit der Unmenge von Objekten. Besonders die Zuordnung jener Naturalien, die in dekorativen Arrangements fixiert waren, war schwierig. Etliche wurden wegen der kostbaren Fassungen dem grünen Gewölbe als sicherstem Aufbewahrungsort zugewiesen. Wir haben festgestellt, das stimmt nicht immer. Andere verblieben räumlich bei den Naturalien. Zunehmend wurden Naturalien und Kunstgegenstände getrennt. Noch schwieriger war aber eine Zuordnung, wenn einem Gegenstand ein historischer Hintergrund anhaftete, wenn Anekdoten oder medizinische Indikationen seine Funktion und Form bestimmten. Zu diesen Objekten gehört, es wundert nicht, die Natternzungenkredenz mit der Madonna. Einzelne Bestandteile waren aus naturwissenschaftlicher Sicht gefälscht. Die Form war als Zeugnis einer vergangenen Kunstfertigkeit unmodern und ihrer Funktion war das Stück mittlerweile enthoben. Auch der materielle Wert war überschaubar. Das Einschmelzen des Metalls, vielfach hat das stattgefunden, lohnte nicht, weil das Gold dünn auf dem Silber lag und an Silber war in Sachsen kein Mangel. In allen fürstlichen Sammlungen dieser Zeit zeigt sich ein ähnliches Bild. Es gab geradezu massenweise Sammlungsstücke mit einem eklatanten Bedeutungs- und Wertverlust. Wohin damit? Der Dresdner Kämmerer, zugleich Leibarzt des Königs, kannte sich aus mit den obskuren Heilkräften gewisser Naturalien. Und er hatte eine Idee. Einer der Zwinger-Pavillons wurde mit dem Einverständnis des Monarchen umgewidmet. Anstelle des anatomischen Kabinetts richtete er einen Raum ein, in dem bestimmte Objekte zusammengeführt und ausgestellt werden konnten. Der Saal war an der Langseite mit dem Kronentor. Er enthielt viele der teils sehr alten Gegenstände mit kostbar gefassten Naturalien, die einst von höchst versierten Handwerkern geschaffen worden waren. Direkt anschließend war die naturwissenschaftliche Bibliothek untergebracht. Diese Kunstkammer gibt es noch in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts, in der Zeit des Nachfolgers August des Starken, aber sie trägt dann eine andere Bezeichnung. Ein Reiseschriftsteller, Johann Georg Keisler, sieht im Jahr 1741 dort das sogenannte Kabinett d'Ignorance, also ein Kabinett der Dummheit oder der Unwissenheit, worin all dasjenige aufgehoben wird, was man eigentlich noch nicht recht kennt oder zu nennen und in seine Klassen zu bringen weiß. Da taucht ein neuer Begriff auf. Die Klassen als Teil eines Ordnungsmodells, das Carl von Linné propagierte und das sich rasch verbreitete. Linné unterschied zuerst 1735 Klasse, Ordnung, Gattung, Art und Varietät. Der naturwissenschaftliche Klassifizierungswahn griff ab den 30er Jahren rasant um sich, noch bevor die letzte Fassung des Linnäischen Systema Naturae 1756 erschienen war. Was in Dresden nicht ins System passte, verschwand umgehend in dem neuen Kabinett d'Ignorance. So sah das auch der reisende Chronist Johann Georg Keisler.
Wir wissen wohl, dass all dieses viel mehr in eine Kunstkammer als in ein Naturalienkabinett gehört, weil aber unser Sinn durchgängig darauf gerichtet ist, dass auch die Unerfahrenen, welche hier einsprechen, bei jeder Sammlung nicht nur einige in die Augen fallende Veränderungen wahrnehmen, sondern zugleich bemerken mögen, wozu diese oder jene Naturalien im menschlichen Leben zu gebrauchen sind, so haben wir uns sehr oft nach ihrer Neigung gerichtet und auch hiesigen Ortes sogleich den Beweis an der Hand, wo das Elfenbein herkommt. Tatsächlich war das neue Kabinett kein luxuriöser Abstellraum. Es markiert vielmehr den Beginn der Institutionalisierung der Sammlungen. Dort herrschte die Neugier, sowohl einer spezialisierten wie auch einer breiteren Öffentlichkeit. Die Unerfahrenen wurden ja gerade erwähnt. Deren kritische Neugier führte zu Fragen und neuen Erkenntnissen, zum Beispiel über das Folgende. Eines der prominentesten Exempel liefert ein vierbeiniges Tier mit weißem Fell und tiefblauen Augen. Das Horn auf seiner Stirn war kostbarer als Natternzungen. In den Sammlungen der sächsischen Fürsten befand sich seit dem Mittelalter ein Horn dieses Tieres, weiß, knochenhart und spitz zulaufend. Ein anderes, meterhohes Exemplar war im Besitz des Kaisers und gehörte zu den absolut unveräußerlichen Gegenständen seiner Dynastie. Auch der Schaft des sogenannten Reichszepters im kaiserlichen Kronschatz war aus einem Stück Einkhörn. Das Zepter, gefasst im Jahr 1612, gehört zu den Reichskleinodien, die jahrhundertelang in Nürnberg mit großem Sicherheitsaufwand verwahrt wurden und bei den Krönungen Verwendung fanden. Äußerst kostbare Fassung, wie die des Narwalhornbechers um 1600 zu sehen in der Kunstkammer, aus der Werkstatt von Jan Vermeyn mit Gold, Email, Diamanten, Rubinen, älteren Achatkamänen, Kamänen aus der Mailänder Miseroni-Werkstatt, standen in reizvollem Kontrast zu dem eher rohen Naturmaterial, dessen hoher Wert im Gegenzug unterstrichen wurde. Ursprünglich war das Horn dem Einhorn angedichtet. Auch in Dresden gab es natürlich ein Einhorn und zudem einen merkwürdig eleganten Einhornspazierstock mit aufwendig emailliertem Knauf, datiert 1669. Der materielle Wert des Einhorns war durch das Aufwiegen mit Gold zu ermitteln, aber der ideelle war schier unermesslich. Dem Horn wurden wundertätige Eigenschaften beigemessen. Schon winzigen Partikeln wurde eine absolut verlässliche antitoxische Wirkung nachgesagt. Und zudem half das Horn gegen die schlimmsten Geißeln, Pestilenz und Aussatz. Und was vielleicht nicht unwichtig war, gegen die grassierenden venerischen Erkrankungen. Aber wie und warum? Eine frühe Quelle befindet sich in der Österreichischen Nationalbibliothek. Der sogenannte Wiener Prosa-Physiologus aus dem 4. Viertel des 12. Jahrhunderts gibt Aufschluss. Der Physiologus sagte vom Einhorn, dass es folgende Eigenheit habe. Ein kleines Lebewesen ist es, wie ein Böckchen, aber ganz außerordentlich leidenschaftlich. Nicht kann ein Jäger ihm nahe kommen, weil es sehr stark ist. Ein einziges Horn hat es mitten auf seinem Kopf. Wie nun wird es gefangen? Eine reine Jungfrau, fein herausgeputzt, werfen sie vor es hin und es springt in ihren Schoß. Und die Jungfrau säugt das Lebewesen und bringt es in den Palast zum König. Natürlich gibt es in anderen Ausgaben noch Abbildungen des Tieres oder seines Treffens mit der Jungfrau, wie in dieser Illustration einer griechischen Ausgabe aus dem Hochmittelalter, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Bei der Übersetzung des Alten Testaments, genau der Septuaginta, vom Hebräischen ins Griechische, war übrigens ein Fehler passiert. Das hebräische Re'em war unbekannt und wurde griechisch Monokoros übersetzt. Luther und manche vor und nach ihm schrieben ab. Und das Tier mit einem Horn war geboren. In vielen späteren Schriften von Naturforschern, die sowohl den Physiologus als auch die Bibel kannten, fehlt das Einhorn nicht.
Zum Beispiel taucht es auch in Konrad Gessners Tapferer Eidgenosse, viel rezipierten, Icones Animalium Quadrupedum, Viviporum et Oviparorum, erschien 1560 in Zürich auf. Das Schlüsselwerk Gessners war grundlegend für die Entwicklung der Zoologie als naturwissenschaftliche Disziplin. Gessners Beschreibung der vierfüßigen Tiere war akribisch und die dortige einprägsame Abbildung des Einhorns verbreitete sich im 16. Jahrhundert auch als autonome Grafik. Ernstzunehmende Zweifel kamen ungefähr 4 Jahrzehnte später auf. Es gab nämlich neue Fakten. Bereits 1628 hatte der Kopenhagener Medizinprofessor Caspar Bartholin ein umfangreiches Traktat veröffentlicht, in dem er Beobachtungen seiner Fachkollegen zum Einhorn zusammenfasste. Ist es noch da? Er äußerte den Verdacht, dass die Hörner nicht von einem Landessäugetier, sondern von einem Fisch stammten. Der Beweis gelang schließlich in der Community der Wissenschaftler Caspar Bartholins Schwager, dem königlichen Leibarzt und Archäologen Ole Worm. Dr. Worm präsentierte seine umfangreiche Sammlung in Kopenhagen und publizierte sie als Museum Wormianum im Jahr 1655. Sie sehen gerade eine Grafik mit einer Ansicht, die den tatsächlichen Zustand aber nicht authentisch wiedergegeben haben dürfte. Auf dem Titelblatt des Bandes im Quartformat sind in der linken Ecke des Raumes zwei Schädel samt Zahn mit der charakteristischen Torsion des Horns zu sehen. Worm stellte fest, dass dieser Hauptschädel eigentlich sich vergleiche mit dem Kopf eines Walfisches, denn er hatte im oberen Teil zwei Löcher. Außer Zweifel sind diese die Öffnungen der Röhren, wodurch dieser Fisch das eingesoffene Wasser wieder ausspeit. Ich bemerkte auch, dass dasjenige, welches man sein Horn angeheftet war, in dem linken Teil oben im Rachen findet. Und wie üblich gab es zu solchen Erkenntnissen auch eine Abbildung, das knöcherne Präparat des Schädels eines Narwalmännchens. Aber trotz wissenschaftlichen Fortschritts, das vierfüßige Monokoros hielt sich und zwar hartnäckig. Die Wirkmächtigkeit des Horns war vor allem in den fürstlichen Sammlungen doch noch sehr präsent. Warum auch sollte es nicht existieren oder zumindest existiert haben? Im Jahr 1672 veröffentlichte der hochberühmte und über viele Zweifel erhabene Physiker und Mathematiker Otto von Guericke in Magdeburg einen Fossilienfund. Der war eine Sensation oder er versprach sie zumindest. Er schrieb, aus dem Lateinischen übersetzt, es trug sich auch in eben diesem Jahre 1663 zu, dass man bei Quedlinburg in einem Berge, der Sevenkenberg heißt, wo man auf Gips gräbt, und zwar in einer Felsspalte das Gerippe eines Einhorns fand, das vom Widerrist aus, wie es bei diesen Tieren zu sein pflegt, nach hinten abfallend gebaut war, den Kopf aber erhoben und auf der Stirn nach vorn ein langgestrecktes Horn von der Dicke eines menschlichen Oberschenkels hatte, das in entsprechendem Verhältnis hierzu etwa 5 Ellen maß. Dieses Tiergerippe, schreibt er, wurde zunächst zwar aus Unverstand zerbrochen und in Stücken ans Licht gezogen, schließlich aber der Kopf samt dem Horn und einigen Rippen, der Wirbelsäule und den Beinknochen der hochwürdigsten Fürstäbtissin übergeben, die dort selbst ihren Sitz hat. Aufgrund dieser Beschreibung und der entsprechenden Abbildungen ließ besagte Fürstäbtissin eine dreidimensionale Rekonstruktion anfertigen, die in Magdeburg unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ausgestellt wurde, sich aber leider nicht erhalten hat. Immerhin hat sich in den 1990er Jahren dort ein eidgenössisch diplomierter Präparator namens Urs Oberli die Mühe einer skurrilen Bastelei gemacht.
Das Resultat dürfte vermutlich schon vor 300 Jahren seltsam ausgesehen haben. An vielen Orten, vor allem an den Fürstenhöfen, hielt sich die Legende, auch wenn sie inzwischen irrwitzige Blüten trieb. In Dresden jedenfalls zeigte man sich unbeeindruckt. Daselbst publizierte der Kämmerer Tobias Beutel, zugleich kurfürstlicher Leibarzt, im Jahr 1671 einen Sammlungskatalog. Und Beutel kolportierte darin, nicht ohne einen gewissen Stolz, das Vornehmste hier, nämlich in der Dresdischen Kunstkammer, ist das schöne, glatte, weiße Einhorn, welches an einer großen, güldenen Gliederkette hängelt, denn es wird als ein aufrechtes auf eine Tonne Goldes geschätzt. Es ist an Menschen und Vieh wieder Gift probiert, denn einem Menschen ist auf eine Zeit eine Eidechse durch den Mund in den Leib gekrochen und hat drinnen einen ganzen Stock Eidechsen von sich gelassen. Selbige Menschen hat man etwas von diesem Horne abgeschabt eingegeben, dadurch hat er den ganzen Stock Eidechsen von sich gebrochen. Die Gewichtseinheit Tonne entsprach 405 Pfund oder 7 Kubikfuß. Das wäre ein Würfel aus Gold mit einer Seitenlänge von 60 Zentimetern. So tönt Angeberei. Es nützte nichts. Man musste eigentlich nur noch die Fakten zusammentragen und das Tier war Hokuspokus. Geradezu comichaft gelang das Johann Michael Valentini im Jahr 1704 und damit waren alle Zweifel endgültig ausgeräumt. Und auch die Theologie musste den Irrtum schließlich einräumen. Allerdings erst, als ein gewisser August Sander, damals bekannter Professor der Naturgeschichte und Beredsamkeit, auf den Übersetzungsfehler hinwies. Das war allerdings erst 1779. Sogar im konservativen Dresden ließ sich die Geschichte nicht länger halten. Beutels Nachfolger, Johann Christian Eilenburg, ein Mann der Aufklärung, echauffierte sich über das vermeintliche pharmazeutische Wunder und über seinen Vorgänger. In seiner 1755 erschienenen Beschreibung der Dresdner Naturalienkammer vermeldete er, je schändlicher der Betrug gewesen, den man ehedem mit dergleichen Naturalien vorgenommen, desto gegründeter kann man Anni zu solchen Unwahrheiten begegnen und an diesem sogar hochgeschätzten Stück ohne Mühe wahrnehmen, dass es ebenfalls wie die anderen gewundenen Zähne des Narwals, den betrügerische Hände glatt gemacht und einem vierfüßigen Tier angedichtet haben, dergleichen wohl niemals gelebt hat, noch künftig zum Vorschein kommen dürfte. Das Horn wurde endgültig im Kabinett d'Ignorance verstaut. Von dort kam es Jahrzehnte später in die Naturalienkammer, wo es sich im 19. Jahrhundert bei einem Brand in vermutlich weißen Rauch aufgelöst hat. Den Natternzungen erging es nicht besser. Hatte der hochgelehrte Leibniz noch 1709 geschrieben, dass man Glossopetren als höchst wirksame Arznei in ganz Deutschland schätzte, wurde deren Heilwirkung 30 Jahre später in den Schriften eines Arztes, Johann Christian Kundmann aus Breslau, als fromme Lügen bezeichnet. Das markiert auch das Ende des allwissenden Polyhistor und den Beginn der spezialisierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und wenn das Einhorn auch gestorben ist, so lebt es doch fort. Das Pulver aus dem sagenhaften Horn ist selbst in gleichnamigen, gut sortierten Apotheken heute nicht mehr in größeren Mengen zu bekommen. Aber es gibt eben noch Apotheken. Rosafarbene Einhörner geistern bekanntlich durch manche Schatten junger Mädchenblüte, um dann fast ausnahmslos und spurlos zu verschwinden. Aber auch Pferdeliebhaber und Pferdeliebhaberinnen sollen dessen Wirkung schätzen, aus welchen Gründen auch immer. Keinesfalls belegt ist jedoch die physikalische Wirkung des folgenden Produkts. Auch das gibt es. Dem Kabinett d'Ignorance in Dresden wurde ein unvermeidliches Schicksal zuteil. Es war einfach überflüssig und wurde aufgelöst. Aus dem Kabinett der Unwissenheit wurde nach wenigen Jahren wieder eine anatomische Sammlung.
Im Grunde können wir ja froh sein, dass so viele Objekte nicht weggeworfen wurden oder vernichtet worden sind, sondern auf manchmal wundersame Weise erhalten geblieben sind. Ohne sie könnten wir den Wandel zwischen Bedeutung, Bedeutungsverlust und neuer Deutung vielleicht nicht so anschaulich nachvollziehen, einmal abgesehen von dem ästhetischen Vergnügen, das sie bereiten. Die letzten Natternzungen. Sie sind samt ihrer schönen Fassungen und wechselvollen Geschichten in öffentliche Museen gelangt. Das Reichszepter wird heute in der Schatzkammer hinter Panzerglas präsentiert. Vermutlich weniger wegen des sagenhaften Einhornschafts, sondern weil es ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst ist. In seiner Nachbarschaft steht das einst hochgepriesene Einkhörn, einsam und unbehaust, in der etwas staubigen Luft weniger beachtet. Der Kreis schließt sich fast. Fakten und Erkenntnisse, Präsentationsformen und Öffentlichkeit stehen in einer konstanten Wechselbeziehung. Diese veränderliche Beziehung bestimmt auch die Orte ihres Erscheinens. Die zeremonielle Fürstentafel, die Kunst- und Wunderkammer der Renaissance, der Palast der Wissenschaften im Zeitalter der Aufklärung, die öffentliche Kunstsammlung und die Museen, wie wir sie heute kennen. Schlussendlich aber ohne uns alle, den neugierigen Besucherinnen und Besuchern, den Allgemeinen, aber gäbe es das alles nicht. Das Kunsthistorische Museum wäre wohl kein Ort der Erkenntnis, sondern ein einziges riesiges Kabinett der Unwissenheit. Und auch die Kämmerer, gleich welchen Geschlechts, wären obsolet. Wien ist bekanntlich voll von merkwürdigen Geschichten und selbstverständlich gab es hier mehr Einhörner als irgendwo sonst auf der ganzen Welt. Dutzende, Dutzende an Häusern, Apotheken, Gastwirtschaften, in den Gassen. Was Wunder, dass sich hier noch heute das Schönste aller Einhörner bewundern lässt. Das Wohnhaus in der Lichtensteinstraße Nummer 74, in dem einst Nikolaus Lenau wohnte und das in Heimito von Doderers Strudelhofstiege eine wichtige, ja zentrale Rolle spielt, wurde zwar demoliert wie manches in Wien. Aber das Wundertier eines unbekannten Künstlers aus dem Jahr, es ist datiert 1792, das einst seine Fassade schmückte und ihm den Namen gab, wurde gerettet und ist wohlbehalten im Wien-Museum. Besuchen Sie es. Es freut sich. Ach ja, und übrigens Natternzungen, die gibt's wirklich. Sie gehören zu einer Gattung von Farnen aus der Familie der Ophioglossaceae. Eine dieser Arten der Natternzungen hat die höchste Chromosomenzahl im gesamten Pflanzenreich. Angeblich, so hat man mir zugeraunt, soll das Pulver aus den getrockneten Teilen dieser Natternzungen das menschliche Denkvermögen beflügeln. Und gelegentlich sollen sogar fromme Lügen aufgedeckt worden sein. Ob das stimmt, müssten wir allerdings noch herausfinden. Glossopetrae spielen keine Rolle mehr in der lokalen Mehlspeisenküche. Die bösen Zungen, sie werden auch die Zischeln genannt, gibt es natürlich in Wien. Zumindest kulinarisch sollen sie jedoch unbedenklich sein, sagt man mir. Wenn also beim nächsten Zuckerbäckerball am 16. Januar in der Hofburg nach altem Brauch wieder die Wunder der hiesigen Konditorenkunst prämiert werden, greifen sie furchtlos zu. Obwohl, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.